Jetzt Experten sagen, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz für unsere Gesellschaft bahnbrechender sei als alles bisher Dagewesene. Wie sehen Sie das? Ja, in der Wissenschaft sind wir üblicherweise nicht ganz so große Freundinnen von sehr starken Superlativen, weil da stellt sich ja die Frage, wie messe ich denn bahnbrechend eigentlich? Aber natürlich, es steht völlig außer Frage, dass künstliche Intelligenz uns gerade mit den neuen Methoden des maschinellen Lernens ein hochpotentes Tool zur Seite stellt. Also wir da im Prinzip ein sehr kraftvolles, hochkomplexes Statistikwerkzeug haben und wir mit künstlicher Intelligenz riesige Datenmengen, anders nämlich als wir Menschen dazu in der Lage wären, in Sekundenschnelle durchforsten können und uns KI-Systeme dabei helfen können, Muster in großen Datensätzen zu erkennen und die Erkenntnisse aus Daten dann wieder auf neue Situationen anzuwenden. Muss man da auch wirklich mal die Grenze dann ziehen oder beziehungsweise den Menschen draußen erklären, den Unterschied zwischen Machine Learning und KI, weil vieles beruht ja aktuell auf Machine Learning. Absolut, also generell bin ich der Meinung, dass man den Menschen da draußen, wie es so schön heißt, viel besser erklären müsste, was das alles ist, weil viele Ängste, das wissen wir auch aus der psychologischen Forschung sehr gut, damit verbunden sind, dass sich Menschen einfach das Gefühl haben, sie kommen da nicht mehr mit. Es wird eigentlich zu wenig erklärt. Und gerade so Begrifflichkeiten wie das neuronale Netz, der emotionale Roboter, künstliche Intelligenz an sich, der Algorithmus. Das kommt ja tagtäglich mittlerweile im Mediendiskurs vor. Die Medienberichterstattung über das Thema künstliche Intelligenz hat sich ja rapide erhöht in den vergangenen Jahren, wird aber selten erklärt. Ein Algorithmus ist eigentlich sowas wie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, ein Kochrezept, das ich als Mensch für den Computer mache. Und künstliche Intelligenz ist eben so, wie sie heute zum Einsatz kommt, in der Regel eine Spielart von maschinellem Lernen, also so ähnlich wie ich das vorher erklärt habe, eigentlich sehr stark basierend auf einer großen Menge Datenfutter, viele Texte, viele Bilder, viele Videos, viele Entscheidungen, die wir als Menschen in der Vergangenheit getroffen haben, die wir als Futter eben dem System sozusagen reinstopfen und das System daraus Erkenntnisse zieht und diese dann wieder anwendet.